Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo, würde ich mal sagen. Denn das ist jetzt eigentlich relativ spontan. Ich habe mir auch überhaupt nichts aufgeschrieben. Ich hoffe mal, ich sage alles, was ich sagen will. Ich bin nämlich gerade vorhin auf meinen Kanal gegangen, habe zufällig gesehen, dass mein letztes Video vor über einem Monat kam. Ich dachte, es war so vor zwei, allerhöchstens drei Wochen oder so. Aber es ist schon anscheinend schon einen Monat her. Deshalb Leute, wenn ihr dieses Video seht, ab jetzt kommen wieder Daily Videos. Die habe ich nämlich vorproduziert, in Anführungszeichen. Ich habe nämlich den Monat lang nicht gar nichts gemacht, sondern ich hatte erstens eine Woche Ferien, da habe ich jeden Tag gevloggt, aber eben noch nicht alles geschnitten. Und dann habe ich noch ein paar andere Vlogs und so. Im Endeffekt habe ich ja jetzt aber, glaube ich, 15 Vlogs oder so, die ich aber noch nicht ansatzweise alle geschnitten habe, sondern erst 4 oder sowas. Aber ich habe auf jeden Fall schon 15 gefilmte Vlogs, davon sind, glaube ich, noch 9 Vlogs aus den Ferien. Die werden hoffentlich richtig, richtig geil, denn da sind einige richtig coole GoPro-Aufnahmen dabei, Drohnen-Aufnahmen insgesamt einfach so. Da sind wir viel Fahrrad gefahren, wir waren in den Bergen und so weiter. Also ich hoffe, das wird ganz geil. Nachdem diese Ferien-Vlogs gekommen sind, werde ich noch ein Best-of aus diesen ganzen Ferien schneiden. Ob das dann direkt danach kommt oder erst eine Woche später oder so, weiß ich noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall ein Best-of aus diesen Ferien schneiden, wo dann die coolsten GoPro, Drohnen und was auch immer, Shots alles dabei ist. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon. Dieses Video kommt jetzt wahrscheinlich am Sonntag, dem... welches Datum ist morgen? Sonntag, dem 11. Entweder morgens oder abends, je nachdem, wie ich es schaffe. Und ab dann, Montag, ist im Info, wird jeden Tag ein Vlog kommen, die natürlich alle ziemlich, ziemlich alt sind, fast einen Monat. Aber es wird jetzt auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen die ganzen Vlogs aus Regensburg, aus den Ferien und so weiter, alles, was ich halt bis jetzt an Vlogs gemacht habe, eben wie gesagt jeden Tag kommen. Danach muss ich gucken, wie ich weitermache, denn irgendwann werde ich natürlich da ankommen, dass ich wieder aktuell gegangen bin. Und da muss ich dann mal gucken, wie ich weitermache, ob ich dann bis zu den Sommerferien weiter Daily Vlogs durchziehe oder ob ich dann eben nur am Wochenende vlogge oder so, keine Ahnung, so drei Vlogs oder so vier Vlogs die Woche kommen oder sowas. Das plane ich dann allerdings da in zweieinhalb, drei Wochen, wie es dann weitergeht. Aber wie gesagt, jetzt die nächste Zeit Daily Vlogs. Falls mal ein Tag kein Vlog kommt, dann sorry dafür, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe zwar jetzt schon drei Vlogs fertig, werde jetzt versuchen, jeden Tag einen Vlog zu schneiden, so dass ich sozusagen noch so drei Videos Puffer habe. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Infovideo. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich wüsste jedenfalls nicht, was ich jetzt noch vergessen habe. Denn ja, ich habe mir wie gesagt keinen Zettel geschrieben, aber ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wir grillen jetzt gleich noch. Ich würde sagen, das war's von dem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr jetzt gerne hier, da auf mein Kanalbild draufdrücken und meinen Kanal abonnieren. Allerdings glaube ich nicht, dass irgendjemand, der mich eh nicht abonniert hat, bis jetzt dran geblieben ist. An alle, die das gemacht haben. Krass. Wir sehen uns dann morgen. Morgen? Ja doch, wir sehen uns morgen wieder. Morgen kommt der erste Vlog vom 13.05. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao.